Viel, viel Werkzeug, viel, viel Arbeit, viel, viel Schweiß. Aber ein fast fertiges Fahrrad mit einem einzig kleinen Problem. Und zwar die Bremsen, die passen noch nicht. Die Kurbelschrauben, die habe ich abbekommen. Und zwar mit dem Drehmomentschlüssel auf Arbeit. Der ist fast einen Meter lang. Mit richtig Power habe ich es dann doch hingekriegt. Ja, warum die Schraube so fest war, ich weiß es nicht. Die hätten sie einfach sowieso eine Schraubkiste einfach beilegen können, wo zum Beispiel Sattelschraube bei war oder die Schrauben für den Vorbau. Ob ich mir die günstigen Reifen hole? Ich habe mir doch die etwas höherwertigeren geholt, weil damit habe ich einfach mehr Ruhe. Brauche mir keine Sorgen machen, ob ich mir einen Platten drin ziehe oder so. Die haben erstmal einen Pannenschutz und sind auch sehr leicht. Hier ist die vernickelte Kette. Ich finde, das sieht ziemlich nice aus. Und soll auch etwas länger halten. Ungefähr 7.000, 8.000 Kilometer anstatt 4 bis 5. So sieht's aus. Ja, das Problem ist folgendes. Die Bremse ist auf dem höchsten Punkt. Also sie ist noch zu niedrig. Sie kommt ein wenig hier auf das Blech. So, und hier hinter ist das Problem. Die Schraube von der Bremse, die ist einfach zu kurz und die Schraube ist fest auf der Bremse montiert. Da kann ich jetzt einfach keine andere Schraube nehmen. Sowohl passt die Mutter auch nicht in den Raum rein. Da muss ich nochmal gucken, ob der Händler das umtauscht. Ich denke mal, das sollte gehen. Kettenlinie passt eigentlich. Ich habe mal nachgemessen, einen halben Zentimeter oder nicht ganz, 3 bis 4 Millimeter. Ist sie zu weit hinten, zu weit in der Richtung. Es könnte doch ein bisschen in der Mitte rein. Noch eine Sache zum Rahmen. Mir ist aufgefallen, dass der Radstand sehr kurz ist. Ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe den Sattel jetzt etwas nach hinten gezogen. Und fährt sich jetzt doch ganz gut. Und ich kann es jetzt nicht sagen. Ich schätze, circa 8 Kilo wiegt das ganze Fahrrad. Höchstens 9, aber auch keinen Fall mehr. Das ist super leicht. Nochmal kurz zum Rahmen. Da kann man nochmal beachten, zum Beispiel gibt es Aluminiumrahmen. Das ist jetzt ein Aluminiumrahmen und ein Stahlrahmen. Stahlrahmen ist etwas weicher und ein Aluminiumrahmen etwas härter. Dafür ist der Aluminiumrahmen einfach leichter. Und der verzieht sich nicht so durch. Gerade hier hinten die Kettenlinie, die verzieht sich eben weniger als beim Stahlrahmen. Stahlrahmen hält länger, ist so schwerer, eben wieder das Gewicht, Haltbarkeits-, Stabilitätspreiskomplex. So, das Problem mit der Bremse ist jetzt gelöst. Ich habe die Bremse nochmal ausgetauscht und habe mir jetzt welche geholt mit kürzerer Armlänge, die speziell fürs Rennrad waren. Die alten waren für Touringräder. Das war mein Fehler. Das war eine SMS und die alte Bremse hat die auch nicht im Rahmen reingepasst, die jetzt schon. Passt von der Höhe ideal. So, hier sehen wir nochmal die Kette. Sieht sehr nice aus. So, da ist mein Bike. Es ist jetzt fertig und werde gleich zur Testfahrt gehen.